Guten Tag! Viele Leute haben mich gefragt, warum ich immer so viel Schmuck trage und warum ich immer so aussehe wie auf der Bühne und so theatralisch wirke. Überhaupt nicht. Ich bin ein Dandy. Es gab schon im 18. Jahrhundert Dandys, das waren Männer, die auf die Jahrmärkte am Sonntag gegangen sind und in die Kirchen gegangen sind und schöne Parade nach dem Kirchengang gemacht haben auf dem Jahrmarkt, und die waren sehr schön angezogen. Sie haben Hütchen gehabt, die haben Stöcke gehabt, ein Stück Tücher, schöne Socken, schöne Schuhe. Das waren Dandys. Und heute gibt es wenige Dandys, weil heute gibt es andere Mode und die Leute kleiden sich ganz anderes an. Aber ich gehöre immer noch zu diesen Dandys und ich mag das sehr gerne zu kultivieren und mich schön anzuziehen und immer schön aussehen. Und deswegen trage ich immer Hütchen und eine Hutnadel und so weiter. Das waren Dandys und es gibt heute immer noch Dandys. In Paris, in Milano, in New York gibt es immer noch Dandys, die sich schön anziehen und diesen Stil kultivieren. Und ein paar Leute habe ich gerade gesehen, haben nämlich gefragt schon, ach mein Gott, seit einem Monat, wo ich meinen Schmuck beziehe. Also ich kenne eine Frau in Eppendorf beziehungsweise in Eimsbüttel. Das ist Eppendorfer Weg 190. Das Geschäft heißt Caro, weil sie heißt Caroline. Und das Geschäft heißt Caro. Und Caro hat ein kleines Geschäftchen mit wunderschönen Sachen, mit wunderschönen Bändchen, mit Schmuck und allem Möglichen und mit Ringen, mit Broschen. Alles, was man hier und da bei mir sieht, ist auch von diesem Geschäft von Caro, Eppendorfer Weg 190. Und Caro verkauft mir sehr viele Sachen. Deswegen bin ich ihr sehr dankbar, dass sie immer etwas Schönes für mich hat. Und jetzt gerade vor Weihnachten, viele Leute wollen irgendwelche schöne Bändchen kaufen, zum Beispiel hier mit Amethysten, mit Rosenquarz oder mit Granatsteinen. Und das kann man auch mit Sternzeichen schön verbinden. Sie hat ja alle Sternzeichen dafür. Und deswegen ist das wunderschön, dorthin zu gehen. Gegenüber gibt es einen Kaffee. Kann man Kaffee trinken und dann wieder zu Caro gehen. Eppendorfer Weg 190. Und da etwas Schönes einkaufen. Gerade jetzt. Wir sind kurz vor Weihnachten und vom Nikolaus. Aber Schütze geht's weiter. Man wird den Schützen überall da antreffen, wo ein neuer Club, ein neues Restaurant eröffnet wird, wo eine Filmpremiere gezeigt wird, ein spannender Workshop oder irgendeine neue Gruppe zu besichtigen ist. Schütze ist modisch, schick oder einfach in. Deswegen ist das so bei Schützen, dass sie überall irgendwo sitzen in einem Café. Jetzt ist das nicht so wie damals, aber trotzdem kannst du immer Schützen in einem Café eintreffen. Und bevor andere Leute überhaupt es merken, Schütze weiß schon alles. Der Schütze weiß, wo Filme zu sehen sind, wo Bücher zu kaufen sind, wo tolle neue Sänger zu entdecken sind. Der Schütze ist einfach in und modisch. Es gibt natürlich auch andere Schützen, die ein bisschen introvertiert sind, aber das ist kein Problem. Die werden dir über die Medien etwas berichten, über eine neue Philosophie oder neue Filme oder irgendwelche kulturelle Ereignisse. Also Schütze ist überall da, wo andere Leute nicht dabei sind, weil andere Leute, zum Beispiel Zwilling oder Skorpion, die sind sehr misstrauisch und die sagen, nö, das geht nicht, das wird nichts, nein, das Geschäft ist pleite, nein, mag ich nicht. Das sind Zwillinge oder andere Sternzeichen wie Skorpione. Aber Schütze glaubt daran, dass alles in modisch und schick ist. Aber leider für heute ist die Zeit schon wieder um.